Freunde, ja, das nächste Video für euch. Eine 2070, ja, eine RTX GeForce von Gigabyte. Das ist die WinForce 8G. Die wollen wir uns heute anschauen. Das ist das nächste Produkt meines neuen Projektes. Ja, jetzt denken viele, ja, warum keine 1080 und so weiter? Brauche ich ja nicht. Ja, also wenn ich ehrlich bin, ist die ja schon eigentlich so ein bisschen Overkill, aber es macht Spaß. Also es wird Spaß machen mit der Karte, auf jeden Fall. Ja, und die wollen wir uns heute anschauen. Wie gesagt, nächstes Produkt für mein neues Projekt. Und wie ich daran gekommen bin, auch wieder so ein Zufall. Da gibt es den lieben Don. Ja, der hat sich die gekauft, aber wollte sie dann auch wieder irgendwie verkaufen. Und hatte mich dann gefragt, ob ich die nicht kaufen möchte oder ob ich nicht eine andere hätte, die ein bisschen kleiner ist mit ein bisschen Draufzahlung. Und zum Schluss hatten wir uns eigentlich geeinigt, dass wir einfach nur tauschen. Und zwar hat er von mir meine 1070 bekommen und dann noch ein Gehäuse dazu. Ja, und fand ich super. Also wirklich Dankeschön dafür, Don. Hast du gut gemacht. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Was mir direkt aufgefallen ist, ich habe natürlich auch reingeguckt, klar, logisch, habt ihr schon gesehen, dass sie viel leichter, also die Grafikkarten werden irgendwie immer leichter. Ja, wir haben ja, ich habe ja auch die 1080 Ti noch von dem Georg hier. Ja, muss ich mal langsam das Video abdrehen, damit er seine Karte zurückbekommt. Ja, wird als nächstes passieren. Ihr seht hier, also was eben bei Gigabyte auch neu ist, dass zwei Lüfter so rumdrehen und der mittlere Lüfter andersrum. Ja, das ist also, es soll noch eine bessere Kühlung geben, soll keine Verwirbelungen erzeugen und so weiter. Ja, das ist auch ganz, ganz toll, tolles System. Ja, hat man sich auch Gedanken gemacht. Und wie gesagt, die Karte hat eine kleine RGB, das ist dieser Schriftzug, der ist RGB beleuchtet. Ja, und Anschlüsse und so weiter gucken wir jetzt an. Zubehör ist eigentlich nur die CD dabei, da ist also wirklich ganz spontan mittlerweile. Da war jetzt auch kein Adapter, ich weiß nicht, ob original ein Adapter dabei war. Hier war jetzt keiner mehr drin. Und ja, ich sag immer, vielleicht braucht man einen, vielleicht braucht man keinen. Ich brauche noch einen. Ja, ich habe zum Beispiel oben jetzt einen Adapter von DisplayPort auf Diffie. Ja, weil der Monitor hat noch kein DisplayPort. Schade, ja, ich weiß, da bin ich auch ein bisschen hinterher mit dem Monitor. Da kommt aber irgendwann auch mal was Neues. Ja. So sieht sie aus. Sehr schön vom Design, muss man wirklich dazu sagen. Das sind 80 mm Lüfter. Jetzt denken viele, oh, die macht einen heugen Krach. Nein, ich habe sie schon mal angeschlossen, auch schon mal ein bisschen belastet. Gar nicht, muss ich dazu sagen. Ist wirklich flüsterleise. Ja, im Idle bleiben die Lüfter stehen. Ja, das haben mittlerweile jetzt viele so, Karten. Haben viele Karten. Ja, die schöne Backplate hat sie, ja, aus Aluminium. Ich glaube, dass die hier auch noch ein bisschen Wärmeabfuhr erzeugt, weil ich sehe hier drunter auch Wärmeleitpads unter der Backplate und damit kann man dann sehen, dass die nicht nur einen schönen Eindruck machen soll, sondern dass sie auch noch mal Kühlung spenden soll. Ja, das sieht man dann hier, vielleicht seht ihr das, hier ist schon mal das erste Wärmeleitpad, ja, und dann hat die auch eine Kühleigenschaft. Anschlüsse haben wir einen 6-Pin und einen 8-Pin. Beide müssen bedient werden, ganz klar. Hier haben wir den Schriftzug. Ja. Die Platine ist genauso lang wie der Lüfter. Finde ich mal schön. Sonst steht das immer so ein Stück über, so 3-4 cm. Ne, ist die Platine kleiner. Hier ist es jetzt wirklich sehr schön dimensioniert, der Kühler. Genauso lang wie die Platine selber. Also wirklich sehr schön gemacht. Anschlussmäßig SLI gibt es hier nicht bei der 2070. Ja. Das ist aber auch wichtig, ja, denn viele wollen SLI machen mit 2070, das geht nicht, ja, also bei der Karte hier. Ich glaube, es sind aber, glaube ich, auch alle Karten, meine ich. Anschlussmäßig, das hier unten ist keine RGB-Sache, das ist einfach nur ein silberer Streifen, ja. Also, ansonsten, wirklich schön. Aber, wenn man so die Karte, ich habe die ja in der Hand gehabt, und wenn man dann seine alte 1070 nimmt, ja, die war schon, das war schon vom Gewicht her, ja. Aber Gewicht sagt ja nichts von Qualität her aus. Ja, habe ich ja schon öfters gehört. So, gucken wir uns die Anschlüsse an. Hier ist sogar noch ein Stöpfchen drin. Wir haben hier anschlussmäßig, gucken wir mal. Ne, so rum war schon richtig, Kalle. So, hier haben wir ein DisplayPort. Hier haben wir noch ein DisplayPort.
Und hier haben wir noch ein DisplayPort. Also dreimal DisplayPort, also wer drei Monitore, 2, 3, 3 damit bedienen möchte. Wir haben hier ein HDMI und hier haben wir noch einen Typ C. Muss ich dazu sagen? Ja. Wir werden sehen, was sie leistet. Wir werden Tests auch hier machen, denn ich habe ja gesagt, ich will jetzt auch in Zukunft hier ein bisschen mehr auch aufs Tests eingehen. Und ich baue ja um und dann wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Ja. Ich hoffe, dass wir da wirklich was Vernünftiges zusammenkriegen. Ja, der Raum, ich also wie gesagt, nächste Woche fange ich an damit und ja, dann lassen wir uns ganz einfach mal. Sehr schöne Karte, muss ich dazu sagen, von Gigabyte. Ja, viele sagen Gigabyte, ich mag Gigabyte, ich habe früher schon Gigabyte gehabt, eine 79 habe ich auch gehabt, war ich auch zufrieden mit. Ja, kann man nicht meckern. Schöne Karte, ja, schönes Design finde ich auch. Ja, und ja, nächstes Produkt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine kurze Video gefallen, ja, damit man sich so eine Karte mal genau anschauen kann. Ja, wir haben überlegen, ist, soll ich mir eine 2070 holen? Ja, ich meine, mittlerweile gibt es die 2070 super. Es kommt ja immer darauf an, was man zahlt. Ich habe jetzt hier praktisch ja nichts gezahlt, habe zwei Sachen eingetauscht. Ja, ist immer die schönste Sache. Aber wenn man jetzt eine 2070 kauft, im Moment kosten die so um die 469, so 450, sag ich mal. Ja, da gibt es natürlich auch die neue 5700 von AMD. Ja, ist auch eine geile Karte, wenn man also die Tests sieht, wie schön man die übertakten kann. Also, das ist doch schon. Aber eben der Referenzkühler, das ist so eine Sache. Viele warten ja auf die Custom Designs. Ja, aber da werden wahrscheinlich die Preise höher sein wie 420 Euro, kann ich mir vorstellen. Ja, und ja. Lass uns überraschen. Ich finde die Karte schön. Da haben wir wieder was, was wir gucken können, was wir neu einbauen können. Ja. Passt auch, bin ich der Meinung, zum Board hier hinten. Ich das Board mal hier rüberschiebe. Ne. Das passt auch vom Design her mit dem Schwarz und so weiter. Ja. Ich bin aber überlegen, das neue Gehäuse, ihr wisst es ja noch nicht, kommt jetzt auch als nächstes Video. Ob ich die mit einem Riser-Kabel hochsetze, würde wahrscheinlich wirklich Sinn machen. Ja, müssen wir mal gucken. Werde ich vielleicht auch machen. Ja. Ja, wie gesagt, 2070 GeForce RTX, die WinForce von Gigabyte. Ja. Schöne Karte. Ihr werdet sie in Aktion sehen. Ihr werdet sehen, wenn wir sie einbauen und so weiter. Und ja, hat euch das kleine kurze Video gefallen? Daumen hoch. Ja. Und lasst ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Vor allen Dingen nicht das Video vom Gehäuse. Ich habe sogar was. Ja, was ganz, ganz Tolles bekommen. Ja, so ein kleiner Tipp gebe ich euch mal. Hat was mit einem Tisch zu tun. Ja, lasst euch überraschen. Ganz, ganz geil. Kommt wahrscheinlich nächste Woche das Video auch schon. Und in dem Sinne, Entschuldigung. In dem Sinne, wie gesagt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und ihr wisst genau, was ist das Wichtigste. Genau, die Gesundheit. Und Spiel und Spaß muss man auch haben. Und das sage ich immer ganz zum Schluss. Genau. Macht's gut, meine Freunde, und tschüss.